Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder Sven mit Lufia 2. Wir haben soeben den gestohlenen Feuerrubin zurückgebracht und zwei Länder sind jetzt dabei, Frieden zu schließen. Wir waren wieder mitten im Dialog stehen geblieben. Was sage ich? Das liegt ganz bei Danubia und Auralio. Die beiden Länder sind aber auf dem besten Wege. Das glaube ich auch. Gut, wir übernachten, so wie es aussieht. Das Friedensabkommen ist nun unterzeichnet. Das ist ein neuer Beginn für Danubia und Auralio. Ich habe da so ein unbestimmtes Gefühl. Typisch Frauen. Prinz Leon, hier ist der Feuerrubin. Bitte nimm ihn. Nein. Ich gab ihn für den Frieden zwischen unseren Ländern. Ich kann ihn nicht annehmen. Nimm ihn. Der Rubin gehört nach Auralio. Ich habe außerdem eine Imitation anfertigen lassen. Ich will nicht. Lieber wäre mir... Nein, ich kann es nicht sagen. Noch nicht. Wie bitte? Prinzessin Thea, was ich wirklich möchte ist... Oh, lassen wir das mal für sich sprechen. Dieser Frieden wird bestimmt sehr lange anhalten. Das denke ich auch. Ach ja, für solche Momente lohnt es sich, wieder ein Held zu sein. Wie kann ich euch für eure guten Taten danken? Ich verspreche, diesen Frieden für alle Zeiten zu wahren. Wie kann ich euch nur danken? Ihr seid hier jederzeit herzlich willkommen. Gut. Ja, dann segeln wir mal weiter. Gen Süden. Nach Auralio. Das Königreich Arturia befindet sich hinter dem Wassertor. In Arturia hat es eine Aufruhr gegeben. Oh. Sieht so aus, als müssten wir dann als nächstes nach Arturia. Ja gut, davon will ich alles nix. Zauber gibt's hier nicht. Ach, und es leckt schon wieder. Tja, das ist der Palast von Auralio. Nicht besonders schön, oder? Hauptsache, wir haben es gemütlich, findest du nicht auch? Ja, es ist eher eine Villa als ein Palast oder so. Aber egal. Ah, ihr seid es. Na, wie geht's euch denn so? Wir halten euch das Wassertor auf. Vielen Dank. Als kleines Dankeschön... Hä? Ich habe hier etwas Besonderes für euch. Ach... Als kleines Dankeschön habe ich hier etwas Besonderes für euch, so muss es richtig heißen. VIP-Karte erhalten. Mit dieser Karte könnt ihr nun den VIP-Raum im Keller des Casinos auf der Schicksalsinsel betreten. Nochmals vielen Dank. Oh. Gut, dann machen wir das doch mal. Das wird eine Spiel- und Spaß-Episode. Ich werde mich im Glücksspiel versuchen. Bevor es losgeht, habe ich noch kurz eine Ankündigung zu machen. Also erstmal was ganz Positives. Es gibt einen neuen Berserk-Anime, also ist in Produktion. Ich freue mich schon riesig darauf. So, das so... Ist aber eher so mehr was für mich persönlich. Ich glaube kaum, dass jemand von euch Berserk mag. Also so wie ich zumindest. Und zweitens ist eine fiese Nachricht. Also sieht so aus, als ist mein PC ein wenig virenverseucht. Es kann gut darauf hinauslaufen, dass ich alles platt machen muss und... Tja, die Frage ist, kann ich diesen Spielstand hier dann retten oder bewahren? Das weiß ich dann nicht. Also könnte es sein, dass ich vielleicht alles von vorne machen muss und dann wird es eine sehr lange Pause geben. Mit Lufia. Je nachdem, wie meine Motivation ist. Also ich weiß es noch nicht, aber... Dann keine Lufia-Videos mehr kommen. Oder überhaupt Videos, ich weiß aber nicht, ob ich Flaps und sowas retten kann. Dann wisst ihr Bescheid, dass es daran liegt, dass irgendwie alles platt gemacht worden ist und, naja. Hoffen wir aber mal das Beste. So, also, hier wollte ich auch noch was zeigen. Ich habe dich erwartet, Sven, ich führe alles, was du je gekauft oder gefunden hast. Genau, hier haben wir
alles, was wir je gefunden oder gekauft haben. Also falls ihr irgendwas mal aus Versehen an ein Kapselmonster verfüttert habt oder verkauft oder weggeschmissen habt, hier könnt ihr es nochmal kaufen und besorgen. Scheint auch nicht sehr viel zu sein, oder? Hier ist das Deckerschwert. Ja. Damit ihr es wisst. Ich weiß nicht, ob die Gegenstände der blauen Truhen aus den Ahnhöhlen da mitzählen. Da ist noch ein Shop, da müssen wir nicht hin. So, wir gehen jetzt ins Casino endlich. Einer wird gewinnen. Bei Pegas werden Träume wahr. Viel Spaß. Danke. Ich liebe Zocker. Bist du ein guter Spieler? Du bist eine Elfe, so wie es aussieht. Lust auf Action Bingo? Jawohl. Oh, ich muss Chips kaufen. Dann mache ich das mal. Kaufen wir mal 1000 Chips erstmal. So, zocken wir mal eine Runde Action Bingo. Drücke A für Stopp. Ich setze 99 Chips. Und so wie es aussieht, muss man dann hier irgendwie eine Reihe zusammenfügen. Frag mich aber nicht, wie das so gehen soll. Ist natürlich Glückssache. Ah. Na, hier habe ich ja mal schon was. Da kann ich nichts mit anfangen. Damit auch nicht. Ah, haha. Oh, das muss ich so lassen. Gut, hier habe ich dann noch eine Reihe. Zwei in Reihe. 396 Chips gewonnen. Danke, noch ein Spiel? Ja, warum nicht? Diese goldenen Bälle, die ihr da übrigens seht, die kommen auch ab und zu. Wenn man mit denen, glaube ich, eine Reihe macht, gibt es noch mehr Chips. Wie machen wir das? Wah? Ach, scheiße. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war. Da oben. Na, aber es nähert sich an. Aha, hier haben wir schon wieder eine Reihe. Na, wenigstens eine Reihe. Dadurch gewinnen wir 99 Chips. So, nein. Also ihr seht, normalerweise kriegt man da seinen Einsatz locker wieder raus. Wir spielen Blackjack. Lust auf eine Partie? Auf geht's. König. Ich setze einfach mal alles. Scheiße. Also in diesem Spiel geht es darum, möglichst die 21 oder nah an der 21 zu sein. So. Was? Wieso habe ich verloren? Ich habe doch 21. Irgendwie hat der Dealer eine Scheiße gehabt. Ich habe das Spiel noch nicht gecheckt. Mist. Oh, der Dealer gewinnt immer. Das ist scheiße hier. Willst du mit dem Blümchenautomaten spielen? Ja, klar. Das ist alles dir. Jo. Mist. Wieder nichts gewonnen. Schon wieder nicht. Aha. Wir haben ein bisschen Kredit gemacht. Haha, wieder. Irgendwann spielt ihr hier so eine nette Musik ab, wenn man
Ja, was gewinnt? Ja, mehr gewinnen. Haha, ich mach Kohle, Mann. Ich hab's raus. Haha, wie geil. Man muss, glaube ich, in so einem bestimmten Intervall drücken. Mist. Schon wieder nicht, Mann. So. Okay, das reicht. Ah, das ist schön für nette Chips. Willst du mal einen Automaten spielen? Ja, viel Glück. Adventure 7. Okay, hier kann ich es nicht beeinflussen, wo er stehen bleibt. Naja, da unten die paar Pflaumen. Egal. Und das funktioniert leider nicht, der einarmige Bandit hier. Ich weiß nicht wieso, aber naja, man muss es so akzeptieren. In diesem Automat kostet eine Runde 10 Chips, Lust auf ein Spielchen? Nö. Ich will lieber hier. Willkommen im VIP-Raum. Tritt ein. VIP-Karte benutzt. Unser Königreich lebt vom Poker. Wir pokern gerade ein wenig. Steigst du ein? Ja, lass uns beginnen. Ich habe leider noch bisher noch nicht verstanden, wie dieses Spiel funktioniert. Was? Ich habe zu wenig Chips. Tö, Scheiße. Dieser Automat schluckt 100 Chips pro Runde. Bist du dabei? Oh ja, hau rein. Ich brauche wieder Chips. Nein! Oh Mann. Mist. Alle meine Chips verspielt, ey. Ich habe das Poker leider noch nicht verstanden, aber ich glaube, man bekommt maximal 5 Karten und man guckt dann einfach, was man hat. Also Drilling oder irgendwie was oder Full House und so. Aber man sieht auch die Karten von den anderen und so, also irgendwie ein bisschen komisch. Normalerweise wird das anders gespielt. Also so wie wir es hier zu Hause spielen. Man kann übrigens, wenn man genug Chips hat, sich hier sehr nette Sachen kaufen. Nasenring. Also manches hier vorne ist eigentlich mehr so ein Spaßtütenzeugs. So ein Holzschwert oder so ist eigentlich gar nicht so toll. Supermaus, Eselsmütze. Die haben teilweise dann natürlich nette Zornattacken. Das macht sie sehr nützlich. Drachentöter ist natürlich aber gut. Ein ziemlich geiles Schwert. Schatzsucher, Wunderlampe, Statue kennen wir ja bereits. Also alles ganz nette Dinger. Gut, wir verlassen wieder das Casino, denn wir sind am Ende der Videozeit. Das war die Spiel- und Spaß-Episode. Wir schreiten dann im nächsten Video mit dem Abenteuer wieder voran. Hoffen wir mal, dass es nicht vorläufig das letzte Video wird. Ich muss noch eine Menge uploaden und alles und rendern. Also, bis dann.